kurz gesagt, hier vermutet ihr die Hechte. Und ich hatte auch schon große Hechte gefangen. Fisch. Und ihr seht's, hat funktioniert. Geil. Bockt aber. Macht Druck? Ja, bockt. So Leute, wir haben es geschafft. See Nummer 2, wenn ihr die letzte Folge gesehen habt, da sind wir ja auf Zander aus gewesen. Hat auch richtig gut funktioniert. Moritz hat mit 1,10 Meter Hecht so richtig einen vorgelegt. Und da haben wir uns einfach gedacht, wir wechseln das Gewässer und versuchen jetzt jeder mal einen Meter Fisch zu fangen. Ist natürlich eine starke und sportliche Herausforderung, aber es ist ja eine Mission. Genau, oder, ist eine Mission, jeder einen Meter. Jeder einen Meter. So, jetzt bin ich gespannt. Wir haben noch ein bisschen Zeit, ihr seht es ja an den Witterungsbedingungen. Und Moritz ist schon fleißig am Suchen jetzt hier. Ja, Köder sind alle dran. Ich darf den ersten Wurf gleich machen und dann geht's gleich los, Leute. Ich habe jetzt nochmal neue Staffelfahrer gemacht, vor allen Dingen auch einen neuen Köder, einen Batscher. Ja, ein bisschen gedecktere Farbe, soll hier ganz gut sein. Und ansonsten nutze ich jetzt hier die Pro Pike in einer 2,40 Meter Ausführung, 80 Gramm Wurfgewicht. Ja. So, ich darf gleich den ersten Wurf machen. Geile Nummer, Leute. Bin gespannt, ob es funktioniert. Sofort gemerkt, den Biss. Hast du schon gerade gesehen? Und das war ein Zander oder ein Hecht? Nee, ein Hecht, glaube ich. Alles gut, ich holen. Das sieht doch nett aus. Na ja. Na guck doch mal. Da macht er einen Wurf. Den ersten. Ach, heute bist du First Cast, ja? First Cast! Das war der erste Wurf, Leute. Wahnsinn. Mensch, das sieht dicker aus. Das ist ein ganz schön gewaltiger Hecht, Leute. Schönes Ding. Der Start ist wieder gemacht, aber die Etappe noch nicht ganz erreicht, denn wir wollen ja alle einen Meterfisch haben, haben wir ja gesagt. Zumindest ein Hecht. Du hast auf alle Fälle vorhin einen vorgelegt. Also ich bin ja heute durch eigentlich so, ja. Du bist eigentlich auch durch, du hast halt Zander-PB und so gefahren. Gut, du auch. Aber er hat noch kein Hecht. Carsten, stimmt. Jetzt bist du dran. Stimmt, okay. Stimmt. Der ist ja nun nicht so weit weg gewesen, ne? Was waren das jetzt? 13 cm ist ein Stück, aber ja, ist machbar. Chris hat ja schon mal gut vorgelegt. Ich mache jetzt einen Butcher eine Nummer größer ran. Also ich will einen größeren Hecht fangen, weil ist doch kein Meter Hecht. Also ich bin gespannt. Moritz muss eine große Silhouette suchen, die wir auch vernünftig anangeln können. Und dann bin ich gespannt, wie es hier in der Route knallt. So, du hast ihn ja gerade dreimal angeworfen. Hat er nicht reagiert? Kannst nochmal anwerfen, 20 Meter. Der hat auf jeden Fall jetzt schon mal leicht gedreht, aber das ist halt ein Fisch, der ziemlich passiv unterwegs ist. Gibt's halt auch so, ne? Also passiv heißt fast gar keinen Bock, oder? Ja, man sieht das ja, ne? Der bewegt sich halt kaum dann. Halt ab. Aber da ist er noch. Leute, ihr seht ihn. Aber da gibt's noch mehrere. Ja, vor einer ist es immer noch mindestens 1000 andere. Wir müssen was finden. Tja, ich habe ja meinen Freiweißer echt schon, also ich kann mich hier ein bisschen ausruhen, ehrlich gesagt. Ich lasse die Jungs einfach mal machen. Ist total schön hier. Also einfach mal eine entspannte Runde hier. Ein bisschen abmatten. Ihr müsst mich wissen, wir haben heute schon echt harten Tag gehabt. Wir sind um 4.45 Uhr aufgestanden und waren um 7 Uhr auf dem Wasser, also quasi einsatzbereit. Ja, aber um 7 Uhr einsatzbereit. Und das heißt, da ging es so richtig los. Und jetzt haben wir es? Wie spät haben wir? 16.47 Uhr. 16.47 Uhr, also schon 10 Stunden aktiv, Leute. Wahnsinn. Und wir machen ja noch ein bisschen. Den Strich. Meinst du den Nacken hier? Das hier? Das ja, hier? Das hier? Kann ich nochmal? Tut das weh, oder? Was soll das? Nö, alles gut. Nee, dann mach ich nochmal. Noch nicht? Dann mach ich nochmal, warte. Heute Abend beim Duschen. Also, Obwohl wir uns eingecremt haben. Trotzdem ist es passiert, das darf man nicht unterschätzen. Man hätte sich vielleicht erstens nachcremen können, ja. Aber was willst du machen? 10 Stunden Sonne ist halt 10 Stunden Sonne. Was denn? Ich hab immer noch ein T-Shirt an. Moritz, was ist da passiert? Ich weiß es nicht. Das sind die Leute, die sich nicht vernünftig eincremen. Ach, hör doch auf. Ja, ja.
und dann gleich übertreiben, wenn es zu spät ist. Wenn es nicht so spät ist. Aber. Was denn? Ozonkits, ne? Das ist besser, kann ich wirklich empfehlen, das Zeug. Dosiert sich gut, klebt mir so. Was für Kinder gut ist, für uns umso besser. Wenn man es früher auch gemacht hätte. Und nochmal die Dame. So, erzähl mal, Chris, wo sind wir jetzt hier? Ja, du hast uns jetzt gerade so ein bisschen an Land gelotst. Und zwar, hier ist ein riesen Krautfeld. Da hat Moritz gesagt, hier vermutet ihr die Hechte. Und ich hatte auch schon große Hechte gefangen. Fisch. Und ihr seht's, hat funktioniert. Geil. Ist jetzt nicht der größte, aber auf alle Fälle voll drin gescheppert hier im Kraut. Aber wirklich, was der Junge verspricht, das hält er auch. Hier ist Kraut, hier ist Fisch. Geil. Perfekt. So, Kescher habe ich am Kescher, Start. Hast du? Na klar. Stark. Und weg ist er. Ja, tatsächlich. Ja. Carsten hat es gerade wunderbar bewiesen, dass es die Hechte gibt. Also Moritz, du hast nicht zu viel versprochen. Die sind hier voll im Kraut drin. Und wir versuchen jetzt quasi wirklich mit jedem Köder, Carsten hat hier einen Gleiter dran und ich habe Gummi dran, hier nochmal einen schönen Hecht rauszukitzeln. Übrigens, das wäre richtig geil gewesen, ne? Genau, das wäre auf alle Fälle das Passende. Hier, der Hook-Gleiter in 12 cm. Hat gerade die ersten Hechtzähne gesehen. Voll Nachläufer gehabt, beziehungsweise schon auf den Köder raufgeschossen hier, direkt hier an der Krautkante. Ja, schade, hatten natürlich jetzt verfehlt. Aber es ist auch nicht so einfach hier, ne? Mit einem Kraut. Aber die sind halt da drin. Also ich fische immer noch den hier, den Butcher. Da ist er gerade voll raufgescheppert. Ja, das heißt, einfach weitermachen, ne? Krautkanten weiter beangeln hier. Also wir stehen hier goldrichtig. Ja, Leute, wir haben jetzt unseren Krautspot verlassen. Da lief es ja gar nicht so schlecht, ihr habt es ja gesehen, aber wir haben die Hechte nicht rausbekommen. Deswegen haben wir uns gedacht, wir fahren jetzt zum zweiten Spot. Und zwar auf der anderen Seite. Da gibt es nämlich auch noch eine schöne Krautstelle. Ja, mal gucken, was da so geht. Ja, und es gibt natürlich noch einen Gewinner in dieser Folge von vor 2 Wochen. Erstmal herzlichen Glückwunsch zu deinem Gewinn. Mit den Shaky Sticks hast du bestimmt auch richtig schönen Erfolg auf Barsch, so wie wir das hatten. Also, hau was raus damit. Ja, und in dieser Folge gibt es auch was Schönes zu gewinnen. Und zwar die Butcher in 14 cm. Und zwar 2 Packungen. Ja, was er dafür tun muss, ist ganz einfach. Addiert einfach mal alle Fische zusammen, die wir heute in dieser Folge gefangen haben. Bis jetzt ist es ja ein Hecht. Das heißt, ihr habt, ja, nicht so viel zu tun, aber vielleicht kommen ja noch 1-2 Fische. Also einfach zusammen addieren, am Ende ins Kommentarfeld unten reinschreiben und dann könnt ihr die Butcher gewinnen. Könnt ihr bei RTL arbeiten, oder? Ja, ich glaube, da wäre er verloren. Es war ein Rutsch gerade irgendwie, der da durchgelabert hat. Vielen geil. Dank. Vielen Dank. Das hat auch keiner hast gesehen, du gut gemacht. Das hat auch keiner gesehen, dass ich für 10 Anläufe gebraucht habe. Das stimmt allerdings. Aber der letzte war gut. Da kommt ein Fisch, ganz nur plötzlich neben dem Boot. Fisch, Fisch, Fisch hieß es. Wieder ein guter. Also wieder ziehen. Du musst keine Tipps geben, die Leute müssen noch raten. Aber es könnte da sein, ja. Ne? Aber ey Leute, auf dem Hering-Shed. Boah, krasse Scheiße, Alter. Gehen wir weg damit. Ja. Denkst du an die andere Gute ist noch drin? Oh, oh, oh. Sag ja, hier sind wenn dann gute Fische, ne? Nein. Jawohl. Oh, geil! Leute, wir wollten zwar, dass jeder so einen Meter Hecht fängt, aber ja gut, da kann man halt nicht aussuchen. Ne? Du bist ja schon ein Angler in dem Teich. Also, Freiwasser funktioniert, Kraut funktioniert. Geil. Ich fass es nicht. Alter Falter, oder? Ey, wir haben nicht mal damit gerechnet, ohne Witz. Vor allem, ich chill die ganze Zeit, mach 3 Würfe und habe auf einmal einen Fisch dran. Ja. Schön, schön, schön. Boah, der ist aber größer noch. Der ist noch größer. Sehr cool. So, Leute. Da haben wir ihn. Richtig, richtig guter Fisch. Gefangen im Kraut, 3 Meter Tiefe. Schönes Tierchen. Absolute Maschine, ey. Monster. Hier gibt's Monster. Hier gibt's richtige Monster. So sieht ein erfolgreicher Hechtangler aus. Stark. Ja, das sind die Kampfspuren, die man gerne in Kauf nimmt, ne? Leute, was für ein Tag. Wir sind fix und fertig. Und vor allen Dingen Moritz macht uns fertig. Er fängt ja erstmal 1,10 Meter am Vormittag. Und jetzt packt er nochmal so einen schönen Fisch aus, aber die genaue Größe können wir euch nicht sagen, denn es ist ja noch das Gewinnspiel quasi jetzt hier am Start. Also jetzt müsst ihr schon 2 Hechte zusammen addieren und vielleicht kommt ja noch ein dritter dazu. Ein kleiner Tipp, Carsten?
dass der Hecht von gerade eben größer war als der von der letzten Folge. Meinst du? Ja. Bin ich mir nicht ganz sicher, aber wenn du das sagst, okay. Vertraut mir. So, leg doch mal nach. Das sagst du so einfach. Ich habe jetzt versucht, einen kleineren Hecht noch mit einem Jigspinner hier aus dem Kraut zu holen. Habe ich auch sehr gute Erfahrung damit. Aber jetzt hat Moritz schon wieder mit einem Gummifisch nachgelegt. Ah, der ist mal so hin und her gerissen. Jetzt habe ich auch einen Gummifisch dran. Auch ein bisschen was größer. Ein Stück weniger auffällig. Aber dafür hat er die entsprechende Größe. Womit er vielleicht auch den Hechten schmackhaft wird. Und vor allen Dingen, wir angeln die ganze Zeit hier vorne. Moritz wirft da rein. Wirklich. Ja, wirklich. Wahnsinn, ne? Ja, das, ich sehe es ja auch ein bisschen auf der Karte immer, wo halt das Kraut eben so wächst. Ne? Man sieht es mit dem Gefühl so ein bisschen, ja, ob es ein großer Unterschied ist, sei ja dahingestellt. Aber Gewässerkenntnisse sind schon gut, sag ich mal, sind schon sehr wichtig auf jeden Fall. Also auf alle Fälle nochmal eine Faust. Yo, ich beantworte kurz meine Nachricht und dann geht's weiter, ne? Mach das. So Leute, da geht's raus, das Boot. Tja, und der Angeltag zu Ende. Krass. Aber komplett durch, ne? Wir sind durch für heute. Die Sonne, die Fische, das Erlebnis, alles. Wahnsinn, ne? Also wirklich richtig krass. Moritz, das seid hast ihr zufrieden, du... Jungs? Also sehr sogar, sehr zufrieden. Ich habe einen richtig, richtig geilen Tag bereitet. Also Moritz, perfekt, wirklich. Was du hier gezaubert hast, Wahnsinn. Geht natürlich nicht jeden Tag, muss man eindeutig, ganz deutlich sagen. Das waren wirklich schöne Fische. Ja, auf jeden Fall. Definitiv. Hier sind zwei PBs auf jeden Fall gefallen. Das ist schon mal super so. Mehr braucht man auch nicht erraten. Genau, Zander haben wir heute einen Haken. Also letzte Woche habt ihr gesehen, bei Zander Haken hinter. Heute hast du wieder gezeigt, große Hechte kann er. Manchmal. Chris, deiner auch. Erster Wurf. Ja, geil. Perfekt. Meiner verloren. Passiert. Keine Ahnung, 15 Mal angeangelt, wollten nicht so richtig, nicht so schlimm. Das ist die beißen beim nächsten Mal. Das heißt, bei eurem Gewinn sind noch genug Fische da. Falls ihr mich mal besuchen kommen wollt, seid ihr natürlich eingeladen. Das ist hier auch ein Guiding-Gewässer von mir, also schönes Hechtgewässer. Ab und zu hat man hier auch mal Zander mit dabei. Gerne vorbeischauen, MV Guiding, Moritz Schulz, und dann kriegt ihr weitere Infos im Internet oder eben ganz normal über Instagram. Genau, ich würde mich freuen, wir hören uns. So, wir machen jetzt Feierabend, war wirklich eine coole Tour. Moritz. Danke dir für diesen wundervollen Tag. Richtig geiler Tag. Und morgen geht's auch noch weiter. Und zwar besuchen wir da den Micha. Das ist, glaube ich, ein Kollege von dir. Genau, mein Mitarbeiter. Der macht für mich die Barschtouren, zum größten Teil auch ein bisschen Hecht. Aber der hat halt Barsch wirklich sehr, sehr gut drauf. Also, wisst ihr schon, was nächste Woche passiert? So sieht's aus. Nächste Woche geht's auf Barsch. Aber was wir genau machen, das, wie gesagt, erfahrt ihr nächste Woche. So Leute, wir machen jetzt einen Abflug. Wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Angeln mit Bruder Spreeangler. Bis dahin sagen wir Petri, ciao und macht's gut.